Bewegung und Spiel, das sind grundlegende Ausdrucksformen des Kindes. Dadurch lernt es seinen Körper kennen, stärkt ihn und übt sich dabei in Körperbeherrschung. Außerdem beeinflusst die Fähigkeit, sich zu bewegen, nachweislich den Spracherwerb oder die soziale und kognitive Entwicklung. Im kindlichen Spiel wird die Welt entdeckt, durch packendes Tun auf spielerische Weise verändert. Die veränderten Lebensbedingungen durch zunehmende Motorisierung, Technisierung der Umwelt und Veränderung des Lebensumfeldes lassen unmittelbare Erfahrungen jedoch immer weniger zu. Deshalb liegt es an uns, an Ihnen, Kindern Raum und Gelegenheiten für eine ganzheitliche Erziehung zu geben, die Erfahrungen mit dem Körper und allen Sinnen zulässt. Eine gute frühkindliche Bildung und Betreuung braucht besonders gut ausgebildetes und qualifiziertes Personal. Der Beruf der Erzieherin und des Erziehers ist anspruchsvoll und erfordert eine dauernde Weiterentwicklung der pädagogischen Kompetenz. Doch nicht nur die fachliche Qualifikation ist relevant. Sie als Person bringen sich mit ihren gesamten Persönlichkeiten in ihren Beruf ein. Sie sind für die Kinder und gerade für die Jüngeren vor allem als Mensch und Bezugsperson von elementarer Bedeutung. Wir brauchen reife Persönlichkeiten gerade in dieser Welt, die auf Zukunft angelegt ist, weil nur gute Bildung immer Voraussetzung Bildung der Persönlichkeit. Und sie sind der Schlüssel. Und ein letzter Aspekt noch, wir brauchen starke, gesunde Persönlichkeiten, weil gerade in dieser digitalen, unpersönlich werdenden Welt tragende Persönlichkeiten sozusagen das Gegenmittel sind und alles zusammenbringen. Das mein Ministerium sehr gerne unterstützt.